erster Advent in Nürnberg. Willkommen zum 24. Spieltag. Thomas Sabo Eiszeigers gegen die Düsseldorfer EG. Zum 98. Mal in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga diese Partie. Und gleich hinein in selbige. Nürnberg in den schwarzen Trikots mit der ersten Chance. Patrick Reimer, Niederberger und der Pfosten lösen das hier für die Düsseldorfer EG. Von Beginn an ein intensives, schnelles Spiel. Abwehrreihen, aber dominant im ersten Drittel. Mehr als diese Chance von Pföderl sprang nicht mehr heraus in den ersten 20 Minuten. 0:0 also. Ein Spiel, das von Minute zu Minute mehr Fahrt aufnehmen sollte. Die Düsseldorfer EG im zweiten Drittel mit Köpchen. Langer Pass in Unterzahl für Lukas Laub. Und der starke Niklas Treutle mit dem Save. Was für ein Auge, was für ein Pass von Köpchen. Perfekt gespielt für Lukas Laub. Chancengleichgewicht weiterhin. Beide Mannschaften sehr konzentriert in der Defensive spielen. Bis hierhin. Bis zur 33. Minute. Dann war der Bann gebrochen. Leo Pföderl. Düsseldorf hier in allen Zweikämpfen immer einen Schritt hinterher. Lalonde mit der Hereingabe, die abgefälscht wird. Und Pföderl mit dem Nachstauber zum 1:0 für Nürnberg. Die machten dann weiter Druck. Kapitän Reimer. Und wieder steht Pföderl. Und wieder trifft Pföderl. 38. Minute in Überzahl. Leo Pföderl zum Zweiten. Die DG damit Probleme, den Puck rauszuspielen. Reimer setzt sich gekonnt durch, nimmt den Schuss und Pföderl vollendet. Das letzte Drittel meist das Problem der Thomas Sabo Eiszeigers und deshalb musste der Twistman schon zur Einstimmung ran. Nürnberg dann mit diesem Fehler in der Vorwärtsbewegung und dann kommt Bata mit dem 1:2 für die DEG. Da waren noch genau 10 Minuten zu spielen. Fehler hier von Aronson, der sich auf die Zweikämpfe einlässt. Gogola dazwischen. Und dann Bam Bam Bata zum 1:2. Und plötzlich war die DEG da und Nürnberg wirkte ermattet. Und so der Ausgleich in der 55. Minute. Ryan McKiernan. Blaue Linie, bislang die Stärke im Spiel der Thomas Sabo Eiszeigers. Hier funktioniert das nicht. Und dann McKiernan über die Stockhand. Kurze Ecke, keine Chance für Treutle. Plötzlich Nürnberg mit Strafen. 5:3, Überzahlsituation und die DEG wendet dieses Spiel endgültig. 2:55 vor Schluss. Henrin mit der Entscheidung. Ja klar, wir hatten jetzt wieder eine enttäuschende Woche hinter uns und haben uns wieder zusammengerissen, heute alles reingeworfen. Die Unterstützung, die wir trotzdem auch noch von den Zuschauern haben, ist unglaublich und ja, die Fans so, als ob nichts gewesen wäre dieses Jahr. Und man sieht es ja auch, die Mannschaft kämpferisch wieder eine Top-Leistung. Aber ja, irgendwie die Kleinigkeiten fehlen uns dieses Jahr, um Spiele zu gewinnen. Das dürfen wir da nicht mehr hergehen. Wir haben Chancen zum 3:0 und stellen uns dann wieder hinten doof an. Und auf einmal ja, steht es unentschieden und dann kommen dann die Strafzeiten. Ja, weil wir wussten, wenn wir weiter so spielen und immer daran glauben, dass wir unsere Chancen kriegen. Wir haben genug Qualität in der Offensive, dass wir irgendwann ein Tor machen. Und dann wussten wir, als es 2:1 steht, jetzt müssen wir weitermachen. Dann gewinnen wir das Spiel noch. Und manchmal muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Es ist nicht das erste Mal, dass wir so ein Spiel gewinnen. Alex Bata, der Kapitän, der seine DEG antrieb und Martin Jirenik so ein bisschen die Tränen in die Augen trieb. Die Thomas Sabo Eiszeigers mit 0 Punkten aus dem Wochenende. Die DEG mit 2 Siegen.